David Stoll und Constanze Klosterhalfen haben den deutschen Leichtathleten innerhalb von 20 Minuten einen glänzenden Auftakt bei der Hallen-EM in Glasgow beschert. Zunächst sicherte sich der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister Stoll mit 21,54 Metern Platz 2, dann lief auch Klosterhalfen über 3000 Meter in 8,34,06 Minuten zu Silber. Alina Reh verpasste in persönlicher Bestzeit als Vierte eine weitere deutsche Medaille knapp. Stoll unterlag mit Saisonbestleistung nur dem Polen Michael Hartig. Der Freiluft-Europameister von Berlin stieß ein 21,65 Meter. Bronze ging an den Tschechen Tomáš Stánek 21,25. Klosterhalfen musste sich der Lokalmatadorin Laura Mehl mit knapp 4 Sekunden Rückstand geschlagen geben. 200 Meter vor dem Ziel ließ die Titelverteidigerin aus Schottland die deutsche Rekordzeit entstehen. Bronze ging an die Britin Melissa Courtney, knapp vor Reh. Stoll will zurück in die absolute Weltspitze. Für Stoll ist der Erfolg in Glasgow ein weiterer Baustein und Ansporn auf dem Weg zurück in die absolute Weltspitze. Bereits im vergangenen Jahr hatte er mit Silber bei der Hallen-WM und Bronze bei der EM in Berlin 2 Medaillen abgeräumt. Das Potenzial, das er sich mit seinem Trainer Wilko Schär aufgebaut habe, sei groß, hatte der Leipziger bereits vor der EM erklärt. Und die nächsten Ziele sind klar: die WM Ende September in Doha und die Olympischen Spiele in Tokio. Dorthin geht auch der Blick der formstarken Klosterhalfen. Seit ihrem Wechsel in die USA läuft es wieder für die 22-Jährige. Nach einer von Verletzungen überschatteten Saison 2018 entschied sie sich zum Schritt nach Übersee. Dort trainiert sie im Umfeld des umstrittenen Nike Oregon Projects. Bisher mit Erfolg bei der Hallen-DM stellte sie einen deutschen Rekord über 3000 Meter auf. Zu den Titelkämpfen in Schottland war sie als Weltjahresbeste angereist. Ihre Medaillenambitionen in Glasgow unterstrich Kugelstoßerin Christina Schwanitz, LV Erzgebirge. Die Weltjahresbeste brauchte in der Qualifikation nur einen Versuch für die geforderte Weite von 18,20 Metern. Ein Stoß auf 19,09 genügte der 33-Jährigen. Am Sonntag 13.20 Uhr, Metz, geht es für Schwanitz um Gold. Im Finale stehen nach persönlichen Bestleistungen auf Sarah Gambetta 18,17 und Alina Kenzel 18,09. Gierisch musste verletzt passen. Letztendlich gelungen war der Auftritt des Freiluft-Europameisters Matthäus Pribeko in der Hochsprungqualifikation. Der Leverkusener kam als einziger Starter über die geforderte Höhe von 2,28 Meter Saisonbestleistung. Ich bin ein Kämpfer. Ich habe bis zum Ende gekämpft, sagte der 26-Jährige, der die 2,25 Meter erst im dritten Versuch gemeistert hatte. Ebenfalls im Finale am Samstag 19 Uhr, Metz, springt Falk Wendrich. Begonnen hatte der Tag für den DLV allerdings mit einer schlechten Nachricht. Christine Gierisch, Medaillenhoffnung im Dreisprung, musste passen. Eine im Abschlusstraining zugezogene Knieverletzung ließ eine Titelverteidigung nicht zu. Gierisch ist mit ihrem Mitte Februar aufgestellten deutschen Rekord von 14,59 Metern derzeit beste europäische Dreispringerin. Es ist so bitter für mich und meinen Trainer. Wir sind beide am Boden zerstört, teilte Gierisch mit. Kurz vor der EM hatte schon Hürdensprinterin Pamelia Dutkiewicz, ebenfalls Nummer 1 Europas, wegen Leistenproblemen auf einen Start in Glasgow verzichten müssen.